Okay. Sie fühlt sich unwohl, also machen wir Folgendes. Wir schicken sie nochmal unter die Dusche. Wir nehmen diesmal eine dampfende Dusche. Und dann lassen wir auch die Versammlung beenden. Dann kann sie nach Hause gehen und, naja, sich, sage ich jetzt mal, irgendwie anders beschäftigen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich dann mit ihr mache. Denn Tagesaufgabe hat sie abgeschlossen, lernen muss sie auch nichts, kochen kann sie, mixen kann sie, alles ist super. Um 18 Uhr am morgigen Tag muss sie erst wieder arbeiten. Warum ist das hier eigentlich so dunkel? Licht ist doch da. Und trotzdem ist es an der Stelle dunkel. Naja, gut, egal. Ignorieren wir das einfach mal. So, dann machen wir eine Versammlung beenden. War schön. Danke. So, sie geht natürlich danach. Kann sie auch gerne nochmal auf die Toilette gehen. Und der Tag scheint gut verlaufen zu sein. Sie fühlt sich okay. Ich muss sagen, also ich bin recht zufrieden. Ne? Also wir sind recht weit gekommen. Wir haben ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es in der Folge war oder in einer der vorigen Folgen. Da habe ich den Papp ja ein bisschen umgebaut. Hier habe ich jetzt noch eine zweite Gruppe gemacht. Sie ist Gruppenleiterin auch von der High Society Gruppe mittlerweile geworden. Und ich bleibe dabei. Jetzt hat sich der Herr mit dem Handtuch umgezogen. Aber das wird immer noch nicht besser, dass er da hinten fiedelt. Egal. So, wir machen einfach mal... Wo ist denn der Umziehen? Ich nehme es mal. Wo ist denn der Unterschied? Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ob jetzt hier eine zufällig ausgewählte Kleidung gerade rauskommt oder irgendwas anderes. Ich bin gespannt. So, Cassandra zieht sich um. Was? Was? Jetzt komme ich in den Kleidungsdesigner? Nein. Ja, das wollte ich auch nicht. Ich glaube, auf den Trick bin ich schon mal reingefallen, aber egal. Gut, ich lasse sie dann einfach mal eine andere Kleidung anziehen und hoffe mir, dass ich mir merke, dass das bedeutet, Kleidung ändern und nicht, dass sie dann irgendwas Zufälliges. So, Outfit ändern. Wir nehmen wieder die Kleidung und gut ist und dann lasse ich sie mal nach Hause gehen. Ja, es ist dann 19 Uhr, sie hat den ganzen Tag hier irgendwie im Fitnesscenter verbracht. Und ich denke, das reicht auch. Morgen könnte sie sogar relativen großen Muskelkater haben. Da bin ich schon gespannt, ob sie, wenn sie aufwacht, sozusagen sich beschwert, ob es hier unten dann ein Logo gibt mit Muskelkater, das Training war zu viel. Oder ob sie das Ganze gut überstanden hat. Wie gesagt, ich lasse sie mal nach Hause gehen und stelle fest, dieses Fitnesscenter ist ebenfalls sehr, sehr schön. Also... es gibt hier zwar kein Yoga oder sowas, aber zum Trainieren für die Sims ist es ausreichend. Und sobald wir wieder zu Hause sind bei den Sims, bei der Familie Wassersuppe, stelle ich fest, Kunibert hat auf uns gewartet. Dann machen wir doch mal glatt ein Küsschen verteilen. Zwar nur auf die Hände, aber egal. Machen wir einfach. Und... Was? Oh, das war eigentlich das Falsche. Wir wollten ihn noch knuddeln. Egal, wir knuddeln ihn mal. Und eigentlich sind die Werte hier oben alle in Ordnung. Da müssen wir momentan von den Werten her nicht ran. Aber trotzdem könnten wir natürlich. Und wir beobachten die beiden Turteltauben einfach mal ein bisschen. Und es sieht aus, als ob Cassandra den lieben Kunibert ins Bett ziehen wird. Sage ich jetzt mal. Ich weiß bloß immer noch nicht, ob ich noch ein zweites Kind hier in die Familie einbringen möchte. Einen zweiten Junior wäre eigentlich ganz nett als Abwechslung. Natürlich haben wir dann immer noch das Geldproblem. Und das würde ich ja ganz gerne vermeiden. Deswegen machen wir einfach mal nur ein normales Techtelmechtel, wie es so schön im Programm heißt. Und lassen die beiden mal ins Bett gehen. Während ich auf Friedrich schalte, der sein Glas Wasser da hinten mal entsorgt. Und ich höre, ich glaube, irgendjemand hat sich doch irgendwas gewünscht. Ist egal. So,
Der liest schon mal ein Buch, während natürlich die Eltern da hinten beschäftigt sind und nicht gestört werden wollen. Geht er in sein Zimmer und wird ein Buch nehmen und dann mal lesen. Und wie gesagt, ich überlege und wenn ich mal hier überlege, kurz mal in Baumodus, lasst mich mal was kurz gucken. Huch. So, das Bild verwerfen wir mal. Man könnte den Maltisch dorthin stellen oder so. Das würde gehen. Und dann könnte man rein theoretisch wohl... Geht. Man kann ein zweites Bett in das Zimmer packen. Ohne Probleme. Das würde gehen. Dann gucken wir mal, ob vielleicht sogar... Nee, das passt nicht. Das sehe ich doch, dass das nicht passt. Man kann hier leider dann kein zweites Bett... Na komm, so herumstellen, meine ich. Das würde leider nicht gehen. Man könnte das Bett dann nur hier so hinstellen, an die Wand. Dann müsste ich bloß den Tisch woanders hinstellen. Das würde natürlich auch gehen. Das könnte man machen. Ne? Wenn man dann den Tisch hier, das Ding dahin schiebt. Entweder packt man den Maltisch direkt dahin oder dorthin. Und das zweite Bett dann praktisch hier hin, um dann den Tisch oder den Schrank ein wenig wegzuziehen. Das würde gehen. Und wenn ich das so mache, dann kann ich auch ein zweites Kind in die Familie packen. Das würde ohne Probleme funktionieren. Und dann könnte ich rein theoretisch, wenn ich das so mache... Dann hätte ich für Friedrich eine Beschäftigung, ne? Dann wird das mit dem Badezimmer morgens bloß so ein kleineres Problem. Und ich überlege, ob ich das jetzt so schon lasse. Ja, so unter dem Motto, pass mal auf. Es ist dann schon geplant für Nachwuchs. Egal in welcher Konstellation, ob männlich oder weiblich, aber es würde gehen. Und es kollidiert auch nicht mit der kleinen Lampe, die wir hier unten haben. Packe ich mal dahin. Nur müsste ich dann hier das Bett nachher nochmal rausnehmen. Für die Familienkasse ist es nämlich so, also nicht für die Kasse, sondern für die Familie allgemein. Wenn man ein Kind in diese Welt hier setzt, in die Sim-Welt, dann kriegt man ja erstmal ein Kleinkind und das ist ja mit einer Wiege versehen und ja, die müsste dann ja auch irgendwo stehen, damit dann eben sich die Eltern drum kümmern können. Und ich bin verleitet, das einfach mal zu tun. Da machen die beiden aber genau gerade das Falsche. Wir bauen das jetzt erstmal so. Na, wir lassen das mal so. Und der nächste Schritt ist, die beiden werden hier mal ganz aktiv werden. Nochmal. Und da steht zwar, dass sie schlafen wollen. Aber ganz ehrlich, so ein Kunibert, der hat doch Energie. Na, der hat Energie. Und wenn die beiden Energie haben, dann machen die das ganz einfach nochmal und dann machen sie es jetzt richtig und ich hoffe, dass das auch funktioniert und wir haben dann demnächst hier hoffentlich Nachwuchs. Und ich frage mich immer noch, was die beiden da unter der Matratze so tun. Und wie sie es schaffen, dass die Kissen so weit hochfliegen. Aber egal. So, Kunibert scheint noch nicht müde zu sein. Aber ich lasse ihn trotzdem schlafen. Und das gleiche gilt jetzt auch für Friedrich, denn... der Tag neigt sich dem Ende, 21.30 Uhr ist es gleich und die beiden müssen morgen ja wieder arbeiten, genauso wie Cassandra und wir sehen, Cassandra ist hungrig, aber dafür muss sie nicht auf Toilette und auch nicht hygienemäßig irgendwas machen. Das passt alles schon und warum sind denn hier gerade die Lichter an? Habe ich vergessen. So, machen wir die Lichter aus, ein bisschen Strom sparen, ne?
Er geht mal auf Toilette, wird dann mal nachdenklich duschen und nimmt sich dann nicht den Haferbrei, dafür die Pfannkuchen von gestern. Was? Eine lange Dusche kann ja, das wissen wir. Ah, jetzt hat er auch den Tooltip ausgeblendet. Kleiner Fehler am Rande. Und Cassandra, gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Also wenn das geklappt hat mit dem Nachwuchs, wovon ich mal ausgehe, dass es geklappt hat, dann müsste sie jetzt eigentlich wie wild ein Hungergefühl kriegen und sehr oft auf die Toilette müssen. Ich bin schon gespannt. Es müsste ihre Karriere ein wenig dämpfen, aber nicht wirklich doll. Das müsste alles funktionieren. Was natürlich ein bisschen komplizierter wird, ist das mit dem morgendlichen Aufstehen. Da muss ich unter Umständen ein zweites Badezimmer irgendwie arrangieren. Was hier aber auch nicht so kompliziert sein dürfte, da trennen wir ganz einfach dann das Badezimmer in zwei Hälften. Denn das ist ja sehr, sehr groß, was ich hier als Badezimmer habe. Und dann kann ich das hier auch ein bisschen, na, ich sag jetzt mal, umändern und, naja, verschieben. So, ja. Bevor ich das jetzt aber mache, mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns demnächst wieder bei den Sims 4. Bis dahin genießen wir das Pfeifen von Kunibert und sehen uns demnächst. Macht's gut. Tschüss. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei den Sims 4. Ihr seht, es ist Freitag früh, 6 Uhr. Friedrich steht gerade auf, Kunibert ist gerade zu Frühstück. Und ich lasse mal den guten Friedrich zumindest auf Toilette gehen. Hygiene eigentlich... Ah ja, komm. Na dann, komm. Einmal schnell das morgendliche Ritual, alles hintereinander weg. Und dann kann er auch noch ein paar Pfannkuchen nehmen und auch dann hier Musik hören. Ich weiß gar nicht, was die da gerade hören. Egal, dann kann er eben hier den aktuellen Kanal mitschauen, ist auch okay. Und Kunibert scheint es gut zu gehen. Jo. Alle Werte sind im grünen Bereich. Der kann sich nicht beschweren. So, jetzt ist die Frage, was ich denn heute Schönes mit den Sims mache. Er muss gleich zur Arbeit. Okay, Friedrich muss auch heute zur Schule. Cassandra schläft hier hinten noch. Moment, so rum. Sie hat auch Hunger. Sie ist auch voll. Okay, sobald... also voll mit Energie, wollte ich sagen. Sobald er da hinten fertig ist, kann sie mal aufstehen. Dann kann sie... ja, eigentlich kann sie genau das gleiche machen wie der Junge gerade. So. Und ich frage mich, was Kunibert gerade machen wollte. Ah ja, er wollte seinen Junior mal wieder umarmen. Und ich glaube, ich lasse ganz einfach mal die Sims ein wenig Sim sein. Und ich werde mich jetzt hier bei den beiden nicht zu sehr einmischen. Denn Kunibert möchte ein bisschen mit Friedrich plaudern. Das kann er gerne tun. Und Cassandra duscht da hinten. Und wie gesagt, Cassandra muss nachher ja auch zur Arbeit. Aber sie erst in 11 Stunden, das ist für uns ganz gut, dann können wir sie nämlich während des Tages ein wenig spielen, während die beiden ja hier bald eben zur Schule müssen oder zur Arbeit, je nachdem. So, und Kunibert würde gerne über die feine Küche reden. Ich guck mal, ob das hier geht. Er kann schon mal den Junior für gute Noten loben. Das hat er bisher noch nie gemacht. Aber wäre vielleicht nicht falsch, weil ja der Gute ja immer ein Einserkandidat ist. Also deswegen einmal gelobt. Scheint gut angekommen zu sein. Aber über die feine Küche? Doch, geht. So. Und ich vermute... unser Junior muss sofort in die Schule, allerdings hat er noch nicht aufgegessen. Deswegen würde ich ihn ganz gerne erstmal aufessen lassen.
Und ich höre doch was plätschern. Ich höre was plätschern, weil die Toilette ist kaputt. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Okay, komm, das kann Cassandra nachher alleine machen. Aber erstmal geht sie sich setzen und Kunibert hat Level 4 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Er kann jetzt Witze über Mode machen. Slips kommen raus, du bist umzingelt. Naja, okay. Was? Was machen die beiden denn jetzt? Er würde sie gerne küssen, aber sie ist ja gerade dabei, die Toilette zu reparieren. Ja, schön. Schön, wenn die Abfolgen nicht ganz hundertprozentig funktionieren, aber egal. So, wir machen mal Teile plündern. Danach müsste sie sich eigentlich, wenn es wirklich das echte Leben wäre, umziehen, weil sie sich gerade mit der Hose in die Pfütze gekniet hat. Aber das sind die Sims. Da geht das auch einfach so. Und das war das Abschiedsküsschen für heute. Der Gute muss nämlich zur Arbeit. Und wie wir sehen, möchte oder hat sie sich gerade gedehnt und... Wir könnten eigentlich so früh am Morgen noch eine nette Versammlung starten. Oder wir machen was anderes. Wir machen vielleicht wirklich was anderes. Ich guck mal nach. Wie sieht's denn aus mit Bekannten und Freunden? Ah, sie kennt eigentlich nur Kevin. Hm. Okay, aber sie trinkt noch ein Glas Wasser. Na, ich hatte gerade überlegt, ob ich einfach mal eine ihrer Freundin einlade. Aber so richtig bekannt ist sie halt mit niemandem. Ich meine, mit Sophia scheint sie ganz gut klarzukommen. Dominik auch. Björn ebenfalls. Dominik Schneider ist mittlerweile verstorben. Aha. Den muss sie mal irgendwann in der Bar getroffen haben. Sie hatte doch mal die Geisternacht, glaube ich, mitgemacht. Also deswegen, da kennt sie keinen so richtig. Das werde ich mal ändern. Komm, wir machen mal. Wir machen mal ein Reisen. Da. Ich war gerade blind. Moment. Bevor ich ein Reisen mache, ich habe doch irgendwo gelesen, man kann das... Ah, man kann das Telefon jetzt anpassen. Das war nämlich in den Patch Notes geschrieben. Man kann jetzt unterschiedliche Farben dem Telefon zuordnen. Indem man hier einfach oben klickt und dann eine Farbe auswählt. So viele sind es nun nicht, wie in den Patch Notes es beschrieben war. Aber andersherum, ist ein nettes Gimmick. Muss ich sagen, ist ein nettes Gimmick. Und jetzt kann ich aber mal reisen. Ich überlege, wo war denn jetzt die eine nette Dame? Da ist sie ja, die nehmen wir mal mit. Und auch wenn wir gerade nur im Kühlschrank sehen, wir gehen jetzt mal ein bisschen Kaffee trinken hier unten mit den beiden und werden ein wenig plaudern. Vielleicht entsteht ja eine neue Freundschaft dabei. Und ich soll mir eine Gitarre oder eine Geige schnappen, um dir deinen Sim oder meinen Sim das Leben mit Musik zu erleichtern. Nette Idee, aber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Erstmal machen wir mal ein Hallo, bevor die jetzt losrennt und sich einen Kaffee bestellt. So, was können wir denn machen mit ihr? Wie wäre es, einen verrückten Plan vorschlagen. So, zusammen sitzen und plaudern, das wäre auch eine Variante. Das sah ja eben niedlich aus. Ihre Reaktion war irgendwie cool. Was? Oh, Kevin ruft mal wieder an. Ich bin's, Kevin. Wie wär's mit einer Verabredung bei den alten Ruinen? Ja, nein, ich kann leider keinen anderen Sim mitnehmen, dann nein.
trinke Schaube. Ich bin ja gerade bei einem freundschaftlichen Treffen. Und das käme jetzt ganz blöd, wenn wir jetzt... Oh, oh. Ihr ist übel. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich hatte ja vor, noch einen Sim hier in die Welt zu setzen. Und wie wir sehen, scheint das die morgendliche Übelkeit zu sein. Deswegen kommt es jetzt auch sehr gut, dass die gute Cassandra gleich noch ein Barista bestellt. Koffein während der Schwangerschaft sollte man vielleicht meiden. Aber davon hat sie noch nichts gehört. Und Gott sei Dank ist das ja bei den Sims auch nicht schädlich, wenn die mal ein wenig koffeinhaltige Getränke zu sich nehmen. Egal, in welchem Gesundheitszustand sie sich so befinden. Hat die gerade die Milch mehr auf den Boden als in den Kaffee? Ist egal. Ist egal. Gut, sie setzt sich hier hin. Ich mach mal ein Zusammensitzen dort. Dann müsste rein theoretisch unsere Begleitung nämlich auch kommen und sich hier an den Tisch mit ransetzen. Und dann können wir hoffentlich dort ein wenig quatschen. Denn ich wollte doch den anderen Sim kennenlernen. Ja, da kommt sie. Und wir machen mal ein Kennenlernen. So. Cassandra hat folgendes Merkmal von Sophia kennengelernt. Sie ist fröhlich. Okay, dann reden wir mal. Die ist ja mit uns in der High Society Gruppe. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, glaube ich gerade. Ja, die ist bei der High Society drin. Da haben wir eine Hannah, die ganz ähnlich aussieht, aber die ist nicht bei den Stammgästen mit drin. Okay, also sollte sich das halbwegs gut entwickeln, dann packen wir die auch noch in eine andere Gruppe. Und unsere Kollegin geht mal wieder. Wahrscheinlich wird sie sich ein Getränk holen. Während bei uns das Blasenbedürfnis gerade in den Keller fällt, das passiert während der Schwangerschaft immer. Besonders, wenn man dann Kaffee getrunken hat. Ich muss mal kurz gucken. Die Frauen sind auf der rechten Seite. Gut, dann lasse ich Cassandra mal auf die Toilette gehen, während ich hier mal kurz ein nettes Bild auf die anderen Sims richte, die hier auf ihren Kaffee warten. Oder auf ihren Espresso war es in dem Fall. Und sie kommt schon gar nicht mehr hinterher. Oh, ich sehe gerade, die ist ja auch in unserer Gruppe. Caroline Hermanns. Die ist in der High Society. Moment. Tatsache. Jetzt wissen wir zumindest, wo sie arbeitet. Das ist ja cool. Wisst ihr was? Wenn hier wir so schon zwei, beziehungsweise mit uns drei von der Gruppe sind, dann können wir auch... Genau. Die Gruppenmitglieder wurden benachrichtigt und sind unterwegs. Die können zwar dann hier nicht kochen, die können hier aber wenigstens trinken. Und ganz ehrlich, dann sollen sie halt herkommen. Cassandra stört sich nicht, dass sie mal nach hinten an die Theke oder um die Theke rumgehen musste. Ist nicht weiter schlimm. Und... sie bestellt noch was zu essen. Das ist überraschend, aber ich lasse sie mal. So, und die Gruppenversammlung scheint zu laufen. Und das ist ja auch cool. Hier bestellt gerade eine Angestellte bei der anderen Angestellten einfach mal was zu essen. So sieht das hier zumindest aus. Naja, gut. Ich frage mich gerade. Cassandra müsste, wenn sie kräftig arbeitet, also fleißig arbeitet, wie es so schön heißt, befördert werden, rein theoretisch. Kunibert? Naja, der kann mal fleißig arbeiten, aber es wird für eine Beförderung noch nicht ausreichen. Naja, und Friedrich, der muss momentan wieso nichts machen. Da haben wir keine Sorge. Und vom Alterungsprozess her sind wir auch noch weit, weit weg. Wir sehen aber Cassandra. Die ist momentan vom Alterungsprozess eingefroren. Das sehen wir an dem Balken. Der ist nämlich voll. Ja?
Sie ist ja genauso wie Kunibert erstellt, also eigentlich müsste der Balken so aussehen. Ist bei ihr aber nicht der Fall. Bei ihr ist der Balken voll. Das bedeutet, sie ist eben gerade schwanger und weil sie schwanger ist, altert sie nicht. Deswegen ist der da voll für die nächsten 3 Tage. Danach müssten wir rein theoretisch unser Nachwuchs haben. Und dann müsste sie auch in Elternzeit gehen können, wenn ich mich recht erinnere.